Und verflucht nochmal, scheiße, ich weiß nicht, wieso es die ganze Zeit laggt. Was ist los? Das kann es doch nicht sein. Nur weil ich den Sound verändert habe. Also die Soundlautstärke. Leute, hey, was ist los? Egal, so, das verkaufe ich jetzt einfach mal. Und gehe da jetzt wieder zum, Boss der Freiheitsbanditen. Was genau willst du? Rennen da jetzt rauf. Na, endlich lernen. Das hätte ich kurz nachdem das Gespräch vom Außenposten. Ja. Ja, ich will. Finde den. So, da kann man auch schon sagen, ich möchte mich euch anschließen, werde ich aber nicht machen. Genug geredet. An die Arbeit. So, wir müssen hier runter. Finde den Kommandanten. Ist nichts Spektakuläres. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal einen Übergang reinhauen. Und sage, bis gleich. Wir haben eine alte Farm auf Söldner gestoßen. Sie leisten heftigen Widerstand. Wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole. Wir benötigen dringend Verstärkung. Jo, also ihr habt es schon gehört, die Stalker-Kameraden waren wieder mal schneller als ich, haben da alles erledigt und die sind jetzt eigentlich auch schon unten und greifen das hier an, das heißt hier wird es eine fette Schlacht geben, wo wir aufpassen wieder müssen. Jo, ist halt, ja, ihr hört es auch schon, die feuern da aus allen Rohren. Hauen uns den Energy Drink noch rein und rennen dorthin. So, was machen wir als allererstes? Natürlich Quicksaven, das Wichtigste. Und unterstützen die einfach mal. Mit dem Vorrücken sollten wir halt aufpassen. Davon habe ich noch ein paar. Ja, da wollte ich gerade eine Granate schmeißen. Haben wir denied. Und mit dem Plündern sollten wir uns da lieber Zeit lassen. Aufpassen. Das wird einen großen Knall geben. Und schön langsam. Ach, das gibt's nicht. Wieder derselbe Scheiß. Alle schießen wieder wie Sniper, ja. Davon habe ich noch ein paar. Ja. So, wie gesagt, vorsichtig. Wenn es geht, möglichst in Deckung bleiben. Yeah, geschafft. Sehr schön. Unser armer kleiner Kommandeur ist wirklich nicht weit gekommen. Seine neuen Freunde haben einen hübschen Platz für ihn gefunden. An einem Baum. Schnappt den BDA von diesem Scheißkerl und bringe sie vor zu mir. Jo, so kurz zur Erklärung. Also die Freiheitsbanditen hatten einen Verräter unter sich. Und jo. Der hat halt für irgendwelche Söldner oder so gearbeitet. Und ja, der ist halt nicht weit gekommen. So, wir plündern da hier das Ganze. Gibt natürlich wieder einige gute Rubel. So, ich schalte jetzt einfach mal die Lampe ein, damit ich hier mehr sehe. Anomaliemäßig muss ich hier eigentlich keine Angst haben. Da ist hier eigentlich nichts. Gibt. Also irgendwas hier, also eine Anomalie hier bei in den Gebäuden oder so. So. Irgendwie kommt es so vor, dass auf einmal hier recht wenige Feinde gibt. Umgepatcht, glaube ich, anders. Aber immerhin gibt es viel zum Plündern. Gewichtsmäßig, wie schaut es aus? 49,7. Das heißt, wir sind noch nicht einmal überbeladen. Was schön ist. So, lala. Einen PDA muss ich mir von dem Typen noch holen. Und ich will wirklich sicher gehen, dass ich da jetzt mir alles Wertvolle geplündert habe. Okay, ich glaube, dann hätte ich jetzt eigentlich im Prinzip schon alles. Ja, die Kiste müssen wir. Okay, da ist anscheinend nichts drin.
So, das ist der Verräter. PDA geholt. Ich unterhalte mich lieber, ohne eine Knarre im Gesicht zu haben. Und ja, das muss ich jetzt eigentlich nur mehr noch zum Anführer der Freiheitsbanditen bringen. Und dann war's das eigentlich. Hier für dieses Gebiet. Ging eigentlich super schnell. Na, war's nicht. Da muss ich dann noch hierher. Das zerstören, das ist aber dann kein Problem. Das heißt, mit der nächsten Episode sind wir dann definitiv hier fertig mit dem dunklen Tal, was die Hauptmissionen anbelangt. Das heißt, sekundäre Quests, ja, habe ich eigentlich schon fast, eigentlich glaube ich sogar alle gemacht. Das heißt, da gibt es eigentlich dann nichts mehr sonst zu tun. Ansonsten können wir uns dann schon auf Artefaktjagd hier begeben. Da ich glaube hier 1, 2 oder 3 Artefakte gibt es hier verteilt. Müsste mich halt hier ein bisschen noch genauer umschauen. Ansonsten ist das Gebiet eigentlich recht unspektakulär, meiner Meinung nach aber dennoch eines der schönsten. Und ja, dann werden wir halt wieder hierhin zurück müssen, werden dann ausgeraubt. Und ja, das werden wir vielleicht nächste Episode sehen. Hoffentlich. Ich werde schauen, dass ich das möglich mache. Ansonsten möchte ich mich wiederum dafür bedanken, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart, eingeschaltet habt. Und ja, hoffentlich seid ihr auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Let's Play Stalker Clear Sky. Mein Name ist Nvidia. Signing out.